Ja, liebe Leute, hier ist der Volker Schäffler. Mir hat gerade eine nette Dame eine Nuss geschenkt. Eine Nuss, da kaue ich immer noch. Eine. Ja, sie macht das für ein Hotel hier und muss die von der Schale befreien, damit die Gäste Nüsse bekommen. Das kitzelt im Hals. Ja, Leute, das wollte ich euch eigentlich gar nicht erzählen, aber wie soll ich meinen Film anfangen? Ja? Mit was? Wenn nicht mit einer Nuss. Eine harte Nuss, ja? Leute, ich will euch Folgendes sagen. Die Zeiten werden härter. Viel härter. Das, was wir jetzt erlebt haben, mit der, ihr wisst schon, mit der Pix, ja? Ihr wisst schon, ne? Das war nur Spaß, ja. Das ist die paar zig verschwundenen Millionen, das ist Schwund, ja. Die göttliche Welt rechnet wahrscheinlich anders, ja. Sonst würden sie ja nicht so Kriege machen, ja? Machen Kriege mit 20 Millionen Tode, da Tode, da Tode, da Tode und da Tode und da Krankheit und Tode. Also ist Schwund wahrscheinlich, ja? Vermutlich ist das Schwund, ne? Die gehen so mit den Leben um, als würden die nichts bedeuten, ne? Ja. Und deshalb, ich weiß, es wird sehr viel härter werden. Sehr, sehr viel härter. Sehr viel härter. Und ich habe auch meine Hellseherin gefragt, die ja alles weiß. Ja, alles in 5 Sekunden. In 5 Sekunden weiß sie alles über einen Menschen. Und ich habe gesagt, ja, sie war auch meiner Meinung. Ich habe ja ein bisschen erzählt von meinem Wissen. Sagte auch ja. Ich sage, es kommt Krieg. Sie sagt ja. Sie hat immer recht gehabt. Immer. Sie weiß alles, wenn sie nur einen Namen hört, weiß sie alles über den Menschen. Ja? Und okay, nur sie hat sehr hohe Preise genommen bisher. Das zahlt keiner mehr. Deshalb geht es ihr nicht so prächtig wie sonst. Aber allen Menschen geht es nicht mehr so prächtig. Deshalb will ich euch etwas sagen, damit ihr so ein Bad haben könnt, da, wo ist es, da hinten, und in der Sonne leben könnt und sorglos leben könnt. Ich bin noch nicht so weit, ich muss mir noch Sorgen machen, muss hart arbeiten, noch hart arbeiten, hab immer hart gearbeitet. Ich habe so viele Projekte gemacht, auch mit vielen Ländern, mit Dubai, mit USA, mit China, mit Spanien. So viele Projekte gemacht. Energiesysteme, verschiedene Systeme, angefangen Messias-Maschine, Wasser zu Strom, Schwungradmaschine von Nikola Tesla. Magnetmotor von Tesla, das GAP-System von Art Porter, dem NASA-Mann. Ich habe das System mit einem Freund zusammen gemacht und habe es zehnfach stärker gemacht als das vom NASA-Mann ist. Er hat mich auch belobigt, schriftlich. Und der NASA-Mann verlangt für sein System 2,2 Millionen Dollar. Wir Oder sagen wir mal, ich verlange für dieses System 6.000 Euro. Es macht Strom. Es macht Strom 2,8 kW. Die werden auf Batteriebank geladen. Und dann hat man 14 kW Strom. Ich glaube, 10 kW sind erlaubt, ohne dass man ein Problem kriegt. Machen wir halt 10 kW. Und reicht für ein ganzes Haus. Ein Freund von mir macht das seit 2,5 Jahren in Österreich. Fehlerfrei. Mal fällt ein
kleines Bauteil aus, aber da gibt es Ersatz, das machst du raus. Relais machst du raus, steckst ein anderes rein, wie eine Glühbirne wechselt. Ja? Ein Relais kostet 5 Euro aus China. Aber es sind die besten sogar aus China, hat er getestet, hat alle Sorten getestet, die aus China für 5 Euro waren die besten. Aber China bricht die Zusammenarbeit mit Deutschland ab und mit der EU, da kommt keine Ware mehr. Ich hatte ein System angeboten für China, was wir auch entwickelt haben, ein Freund von mir, mit 5 Megawatt, eine Schwungradmaschine. 5 Megawatt, ja. Ich habe gesagt, wollt ihr die haben? Zu einem Mann, mit dem ich in Kontakt bin, der in der höchsten Spitze in China mit involviert ist. Er sagt, nein, wir arbeiten nicht mehr mit Deutschland, nicht mehr mit der EU. Hatte angekündigt, schon vor einem Jahr. Und jetzt ist es soweit. Dauert noch ein bisschen, ein halbes Jahr vielleicht, dann ist China raus. Nichts mehr kaufen, billig. War das schon chinesisch? Nichts mehr kaufen, billig. Leute, ich komme zurück, damit mein Film nicht zu lang wird. Ihr müsst jetzt Folgendes machen. Ich habe selbst Bitcoin-System gemacht. Einer der ersten, wo es Bitcoin überhaupt gab. Einer der ersten. Und wir haben Geld verdient ohne Ende. Und ich habe das dann aber aufgehört. Ich hatte einen Bitcoin-Sparclub in Facebook gemacht. Ich hatte es dann aufgehört, weil kurz vor Weihnachten dachte ich, da holen doch bestimmt viele ihr Geld runter. Und so war es, sie haben ihr Geld runtergeholt. Bitcoin ist zusammengekracht damals. So, das kann jetzt nicht mehr passieren. Jetzt sind ganz andere Mechanismen da mit Überwachung von Computer, Internet, KI, was weiß ich alles. Das kann jetzt nicht mehr passieren. Wir haben ein Bitcoin-System. Da könnt ihr Folgendes verdienen. Ihr zahlt auf eure eigene Bitcoin ein, einen Betrag X. Es geht los mit 500 Euro, könnt ihr einzahlen. Damit kann es beginnen. Aber das Beste ist, wenn ihr irgendwo Geld habt auf der Bank und das nicht sicher fühlt, dann nehmt ihr das und zahlt das da ein. Da ist es sicher. Ich verspreche euch das, weil ich das organisiere. So. Und dieses Geld bringt, wenn ihr 2000 Euro auf dem Bitcoin habt, dann bringt das 3% Zinsen pro Tag. 3% pro Tag. 3% pro Tag. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Das sind dann in 7 Tagen wird das ausbezahlt und ihr könnt das nach 7 Tagen bekommen. Das sind dann 60 Euro. Aber ihr könnt das stehen lassen und es erhöht sich, also 2060, darauf wieder 3%. Alle 7 Tage, das sind dann, nee, nicht 60 Euro, oder doch, ich muss nochmal nachgucken. Es sind in 7 Tagen gibt es 420, ja, 420 Euro in 7 Tagen. 420 Euro gibt es in 7 Tagen. Ihr müsst nichts tun, nur euer Geld arbeiten lassen. 420 Euro alle 7 Tage. Was könnt ihr damit machen? Ist das nicht fantastisch? Ich mache das auch, ist aber nicht von mir dieses Kapital, weil eine Freundin sagte, willst du mitmachen? Und sie machte das. Ich sage, okay, ich helfe dir, ich bringe dir auch Leute da rein. Es ist so, Leute, wenn ich jemanden besorgt für diese Bitcoin-Aktion, dann gibt es von dem, was einer investiert, sagen wir 2000 Euro, gibt es 10% als Prämie, einmalig, 10%. Wenn einer 10.000 investiert, 10%. Und je mehr Leute das machen, umso mehr Geld kommt rein. Ihr könnt es auch machen. Ich helfe euch. Das Problem ist, du kommst sehr schwer in dieses System rein. Das ist sowas von ausgeklügelt. Hat bestimmt 20 Seiten, die du ausfüllen musst. Also zur Sicherheit, ja, das kann keiner knacken, niemals.
Und das ist sowas von sicher aufgebaut, aber das kann man alleine nicht installieren. Das also ich kriege es nicht hin, aber meine Bekannte hat das für mich gemacht. Sie hat mich geleitet, sie hat gesagt, mach das. Und hat sich wieder was zugeschaltet bei mir. Das kann man eigentlich nicht verhindern. Schaltet sich immer was zu. Ich sehe jetzt das Bild von mir nicht. Aber es nimmt auf. Ja. Gut, so, ihr könnt dies auch machen. Ihr müsst mich anschreiben. Ich habe zwei E-Mails. Es kann sein, dass eine E-Mail auch schon wieder ja, blockiert ist. Weil ich stehe sehr unter Kontrolle und ich habe zwei E-Mail-Adressen: scheffler.volker3@gmail.com. scheffler.volker3@gmail.com. Sie ist ziemlich frei. Dann habe ich eine zweite Seite, zweite Mail-Adresse: scheffler-volker@web.de. Und die könnt ihr auch anschreiben. Schreibt mich an, ich sage euch, was ihr machen könnt. Ich gebe euch alle Infos, alle Details. Ich gebe euch sogar diese Gruppe, die das macht, diese Bitcoin-Organisation, die das macht. Könnt ihr alles überprüfen. Die sind bombastisch. Die sind auch im Immobiliengeschäft an. Sie sind sehr, sehr stark, sehr sicher. Und ihr könnt jetzt dieses Geld auch verdienen, indem ihr euer Geld da selbst parkt und es arbeitet ja für euch. 420 Euro alle 7 Tage. Ja, braucht ihr doch nicht mehr arbeiten. Ihr könnt doch euer Sklavendasein nun aufgeben. Ja? Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ich habe gesagt, ich bin kein Sklave mehr. Und ich war ja auch noch nie, ich war ja immer selbstständig. Und nur wenn man selbstständig ist, hat man wenig Rente. Ne? Weil man das in der Jugend habe ich das nicht beachtet. Ich habe auch mal 1 Million verdient mit einem Energiesystem. Ich habe mehrere Energiesysteme gebaut, entwickelt. Nicht nur die Sicherheitssysteme, auch andere. Für Kaufhäuser, für den Einzelhandel. Aber das Geld ging dann weg, weil ich in vielen Ländern gelebt habe, kreuz und quer. Von Spanien bis USA, bis Barbados, hin und her, Österreich, da. Gehen die Gelder weg. Aber jetzt könnt ihr wieder mit mir neu starten. Ihr werdet begleitet bei der Einbuchung. Da braucht ihr mindestens, ich sage mal, 2 Stunden, um euch da einzubuchen. Ohne Hilfe schafft ihr es nicht. Und sie gibt euch Anleitung. Ihr macht dann, sie sagt, drück da drauf, du drückst da drauf, kommt ein Bild, eine Anleitung, bla bla bla. Und du machst ein Foto, schickst ihr das Foto rüber. Sie sagt, drücke da drauf, schreibe das da rein, schreibe das da rein. Sie leitet euch, ja, wie ein kleines Kind, ja. Werdet ihr geleitet, ne? Und dann habt ihr die Seite. Dann macht ihr eine Einzahlung, das läuft auf Dollarbasis, aber ihr könnt es trotzdem auf Euro einzahlen, aber auch wieder auf Euro rausnehmen. Ja? Ihr könnt auch euer Geld, jedes 7 Tage könnt ihr euer Geld wegnehmen, den Gewinn. Könnt ihr wegnehmen, aber würde ich nicht machen. Lasst doch stehen, das addiert sich doch zu einer größeren Summe. Aber es ist eine Sicherheit. Alle 7 Tage kannst du dein Geld da runterholen, deine Gewinne. Du kannst auch so dein Geld runterholen. Und ich hoffe, da lief eben was. Ich weiß nicht, was es war. Großer Hund. Okay. Scheffler-Web.de. Und was sonst noch anliegt, wer etwas von mir haben möchte, ich habe die Bauanleitung für das
Gabsystem, Relaissystem, für die Messias-Maschine, für die Schwungradmaschine, für den Magnetmotor, eigentlich für alles. Ja. Und ich war sogar dabei, das nächste System, was ich noch mache, das ist der Tesla-Turm, 1,80 Meter hoch, macht 9 kW Strom. Ich habe das schon angefangen. Man hat es mir verboten, ich habe es trotzdem angefangen. Und mit dem Mal waren 4 Killer auf dem Weg zu mir. Und die konnten mich zum Glück nicht finden. Aber ich habe aufgehört, das System zu bauen. Weil das ist von wem auch immer untersagt. Energiekonzerne, was weiß ich, wer dahinter steht. Die ganzen übergeordneten Mächte, die dahinter stehen. Sie haben das verboten. Ich muss jetzt warten, bis die Mächte weg sind. Und die werden weggehen, weil es ist Endzeit, alles wird sich ändern. Meine Hellseherin sagt, es ist Endzeit, es ist nichts mehr, wie es war. Alles wird beseitigt werden und neu beginnen. Und deshalb wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr jetzt noch mal einen letzten Schwung mitnehmt, bisschen Geld auch reißen könnt. Euch in Sicherheit bringen könnt, denn der Krieg kommt. Sie hat gesagt, Krieg kommt. Und ja, es ist, das ist nicht, die Uhr ist nicht 5 vor 12, die ist 5 nach 12. Ja. Alles ist vorbereitet. Und die russischen Superraketen, die können Deutschland in, ich glaube, in 4 Minuten erreichen. Und ich glaube, 25.000 Kilometer schnell sind sie. Und sie können, ich glaube, 5 Raketen oder 4 Raketen können ganz Deutschland vernichten und total atomar zerstören. Das könnte kommen, könnte ganz sicher für Frankreich kommen, ganz sicher für England kommen. Weil sie fühlen sich eingekreist und sehr bedroht, die Russen. Und mit Frieden ist nichts zu machen. Deshalb, es wird ein richtiges Feuerwerk entstehen, aber auf der ganzen Welt. Der sicherste Ort, kann ich euch sagen, ist im Augenblick. Türkei. Türkei wird das reichste Land der Welt sein. Sie machen goldgedeckte Währung, sie machen, gehen in die BRICS-Staaten oder sind schon drin, machen, haben sich mit Turan verbündet. Das sind, Turan, Türkei sind 400 Millionen Menschen. Turkmenistan, Aserbaidschan, Kasachstan, alles zusammen 400 Millionen Menschen. Sie haben 3,2 Millionen mehr Soldaten. Und die Türkei ist jetzt ausgeschwärmt, glaube Richtung Libanon. Und dann geht es hier zur Sache. Da entsteht, also die Lunte brennt schon. Die muss man nicht anzünden, die brennt schon. Aber da geht es dann richtig weiter. Und da werden alle dann mit hineingezogen. USA, Russland. Und die Titelliste sagt ja, dass eben nächstes Jahr, das ist ja bald, 50 Millionen Menschen in Deutschland weniger sind. In der Türkei sind es auch weniger, aber nur 10%. Die Türkei hat ja ungefähr so viele Menschen wie Deutschland. Und 10%, na gut, das geht noch. Aber 50 Millionen, da ist kein Leben mehr möglich, das wisst ihr. Okay, ich will euch nicht Angst machen, bleibt doch, wo ihr seid. Ihr seid doch sonst auch immer da gewesen und habt euch um nichts gekümmert. Und deshalb ist das, was man seht, das wird man ernten, steht doch in der Bibel. Und ihr habt dieses gesät, was ihr jetzt lebt. Das ist eure Saat, die aufgegangen ist. Das habt ihr gesät durch eure Wahlen. Ihr habt immer die Schlimmsten gewählt. Tiere würden nie den Dümmsten zum Anführer machen. Ihr habt den Dümmsten zum Anführer gemacht. Was wollt ihr davon erwarten? Wollt ihr erwarten, dass da eine intelligente Lösung rauskommt? Das ging nur um Geld in die eigenen Taschen.
Okay, Leute, das war's. Ich mache jetzt mal aus meinen Klumpatsch hier, wenn ich das finde. Ich sehe das gerade. Ach, da ist er da. Warte mal. Ja, ich sehe, ja.